Hallo liebe Eltern und hallo an alle, die sich für Kinderschuhe interessieren oder einfach wissen wollen, was muss ich beim Kauf von Kinderschuhen beachten. Heute tolles Thema, nämlich die unterschiedliche Weite. Also schmal, mittel und weit. Wer sich schon mal damit befasst hat oder bei irgendwo ein Thema schon mal darüber gelesen hat, wird es wissen, wird es kennen. Daran führt im Eigentlichen nichts vorbei. Und ich werde euch zeigen, worauf es ankommt und was so die einzelnen Unterschiede ausmacht. Also, wenn es euch interessiert, bleibt dran. Ich würde mich freuen. Wir sehen uns dann gleich. Und nochmal ein freundliches Hallo an alle, die uns jetzt hier zuschauen. Ich bin Babette und bin seit 2006 Schuhhändlerin in Leipzig. Und das ausgesprochen für Kinderschuhe. Verkaufen tue ich schon Kinderschuhe schon weitaus länger. Also Mitte der 80er Jahre habe ich damit angefangen. Also damit kann man wohl schon davon ausgehen, dass ich davon einiges verstehe. Aus diesem Grund und aus gegebenen Anlass möchte ich mich diesmal auch den unterschiedlichen Weiten bei den Kinderschuhen mal zuwenden. Es ist immer ein interessantes und brennendes Thema bei uns im Geschäft. Nicht nur, dass wir eben halt auch die Füße vermessen mit einem elektronisch geprüften Messgerät, sondern wir zeigen das auch immer liebend gern anhand der Sohlen, wie viel Platz, wie viel Weite in so einem Schuh ist. Wobei man muss natürlich immer sagen, so ein Schuh ist ja dreidimensional aufgebaut wie unser Fuß auch. Also er definiert sich immer durch die Länge. Er definiert sich über die Höhe und dann natürlich auch über die Breite bei einem Schuh. Und so sollte dann immer sozusagen der Schuh passend zum Fuß sein und nicht andersrum. Wichtig wäre vielleicht auch noch immer zu sagen, dass die Tendenz bitte dazu gehen sollte, dass die Schuhe immer weich sind von der Sohle her und dass die Schuhe nie zu weit gekauft werden sollen. Weil Weite ist immer nicht vereinbart mit einer guten Passform. Dabei spreche ich jetzt aber nicht und sage, es soll eng sein, der Schuh soll anliegen. Ja, so, um da jetzt mal so kleine Tipps zu geben, falls man mal nicht den Rat einer Fachfrau haben möchte, sondern einfach so do-it-yourself halt unterwegs ist, möchte ich Ihnen Folgendes vorneweg schicken. Ich sage es mir jetzt mal, 80-85% aller Kinderschuhe werden prinzipiell in der mittleren Weite gefertigt. Liegt einfach mit daran, der prozentuale Anteil in dieser Weite ist relativ hoch, man schöpft damit die große Masse ab und hat damit natürlich auch, wie sagt man, die höchste Abverkaufsquote. Wer jetzt außerhalb dieser mittleren Weite liegt, der wird auch immer feststellen, dass es doch relativ schwierig ist, da passendes Schuhwerk für die Füße zu bekommen. Hilfreich ist zum Beispiel auch dann immer noch diese Deklarierung der Lieferanten, die sich zum Beispiel durch die Buchstaben M, S und W anhand des Etikettes ausdrücken. Nun ist es natürlich auch da immer für viele Eltern nicht so besonders einfach, den Unterschied zwischen zum Beispiel zwischen der mittleren Weite und der W-Weite festzustellen. Und da muss ich natürlich immer sagen, wer sich da mal genauer befasst, und das tun wir ja hier, der kann auch darüber Auskunft geben. Also ich kann Ihnen Folgendes sagen. Generell hat die W-Weite genauso wie die M-Weite zu 90% immer dieselbe Sohle. Also die Sohlenbreite, die Auftrittsbreite bleibt immer gleich. Sieht man auch hier sehr schön an den Insohlen, die ich hier mal rausgenommen habe. Also da, das eine ist eine W-Weite, das andere ist eine mittlere Weite. Hier sehen Sie generell keinen großen Unterschied. Der Unterschied kommt erst dann mit der Höhe im Spann zu tragen. Und das ist auch das, was man dann meistens immer sieht, wenn wir die Kinder dann hier laufen lassen. Dass man also hier wirklich einen kleinen Unterschied feststellen kann. Jetzt komme ich mit meinen Schuhen auch noch ganz durcheinander hier. So, das wäre jetzt also unser Modell in der mittleren Weite. Das ist unser Modell in der W-Weite. Optisch kein großer weiter Unterschied. Halte ich es jetzt mal so ein bisschen aneinander, sieht man allerdings schon, dass der jetzt hier in Mühe, ich sage es jetzt mal so, 1-2 mm höher gearbeitet ist. Damit schafft der Lieferant mehr Volumen im Schuh. Und natürlich dadurch eine Bequemlichkeit, gerade für den Fuß, der vielleicht ein bisschen voller ist und der vielleicht auch vom Spann her ein bisschen mehr zu bieten ist, hat. Sie werden also im seltensten Fall für den wirklich breiten Fuß, werden Sie nie eine breitere Sohle bekommen, sondern immer nur Bequemlichkeit im oberen Fußbereich. Damit
ist natürlich auch wieder das geklärt, wo ich dann auch immer meine Eltern ein bisschen beschwichtigen muss, wenn wir jetzt hier ein Kind zum Beispiel draufstellen und hier schaut der Kinderfuß so 2-3 Millimeter drüber, dann befallen ja größtenteils die Eltern eine gewisse Panikattacke, so nach dem Motto, ups, jetzt könnte der Kinderfuß gequetscht werden. Ist nicht so. Das, was Sie hier sehen, ist lediglich, ich sag's mal so, der Boden in dem Schuh. Der Schuh an sich ist gearbeitet wie eine Schüssel, wie eine Wanne, also halbrund. Wir haben keine Steilwände, wo alles kerzengerade nach oben geht, sondern wir haben eine halbrunde Form unten im Schaft und natürlich bei den ausgesprochenen guten Schuhen, bei den hochwertigen Schuhen, natürlich auch ein flexibles und weiches Obermaterial. Das heißt, es ist dehnbar. Und wenn ich dann also hier, ich sag mal, 2-3 Millimeter überstehe, tue ich dem Schuh oder dem Fuß nichts Schlechtes. Weil dann bekommt er nämlich die Führung. Es heißt ja auch nicht umsonst, Schuhe lieber enger denn weiter kaufen. Ja, weil der Schuh im Zuge des Gebrauchs ohnehin noch etwas nachgibt und der Kinderfuß aufgrund noch nicht der bestehenden Nervenstränge doch relativ schmerzunempfindlich ist. Ich erwähne nochmal, wir quetschen nicht die Füße rein, die Schuhe sollen passen. Ja? Zu weit bringt uns nichts oder bringt auch dem Kinderfuß nichts, denn wenn es von Anfang an zu locker sitzt, das Material im Zuge des Gebrauchs noch etwas nachgibt, dann habe ich dann hinterher so diesen Blaseneffekt. Ne? Das Kind kann nicht ordentlich laufen, es verkrampft die Füße, weil es muss ja dieses Ding, was hier vorne viel zu weit ist, ja irgendwie festhalten. Also es läuft sich nicht besonders angenehm. Und ich muss auch sagen, das sieht man auch teilweise bei vielen Kindern. Und bitte immer wieder noch mit darauf achten, Schuh ist nicht gleich Schuh, also es ist nicht ganz egal, was ich meinem Kind kaufe. Hauptsache es sitzt und Hauptsache es steht, wenn ich eine 28 will, da steht auch eine 28 drunter. Sondern wir wissen natürlich auch sehr oft, dass Schuhe natürlich nicht immer größengerecht ausfallen. Darauf verweisen wir natürlich auch. So, jetzt hat man hier dieses Paradebeispiel von Philly gehabt. Jetzt kommt noch mal ein zweites gutes Paradebeispiel, zum Beispiel von unserem Anbieter Frodo. Auch hier habe ich mir mal zwei Schuhe rausgesucht, der eine weitergearbeitet, der andere geht wiederum mehr in die schlankere Ausführung. Volumen haben sie beide, weil dieser Lieferant generell immer einen höheren Spann zugrunde setzt. Aber, und das ist wieder auch das, man darf es nicht ganz und außer Acht lassen, gibt uns hier natürlich die Auftrittssohle wieder viel, viel Spielraum für die Entscheidungshilfe, wo man natürlich sieht, die untere Sohle, der untere Schuh wäre demzufolge besser für den breiteren Fuß geeignet. Die obere Sohle ist mehr was für die spitzeren, schlankeren Füße. Ne? Jetzt nehmen wir das hier nochmal im Vergleich zum Philly. Alles dieselbe Größe. Und ich glaube, das allein zeigt auch schon wieder mal, wie unterschiedlich Schuhe ausfallen, wenn es sich nur um eine Größe, also um unterschiedliche Modelle handelt. Wir reden hier immer noch von derselben Größe. Aber sehen Sie mal, hier habe ich schon alleine eine große Nummer Unterschied von der Länge her. Das, was die große Zehe zur Verfügung hat. Ja? Und deswegen ist es halt auch sehr oft, wir messen eine Fußgröße 24. Verkaufen tue ich beim Philly eine 25. Und ich sage es mal ganz böse, beim Frodo teilweise eine 26. So, diese Informationen, wie gesagt, bekommen Sie natürlich nur erklärenderweise im Fachgeschäft. Viele Eltern, die zu weite Schuhe probieren, zum Beispiel an zu schlanken Füßen, gehen immer davon aus, jetzt ist der Schuh zu groß, jetzt nehmen wir den einfach eine Nummer kleiner, hat sich das Thema bereinigt. Ist aber nicht so. Sie kürzen damit praktisch die Lauflänge für den Schuh im Allgemeinen, für den Fuß im Allgemeinen. Das heißt, der Fuß hat gar nicht den nötigen Freiraum nach vorne hin. Die Weite mag vielleicht einigermaßen schleichen, aber sitzen tut der Fuß generell nicht gut drin, weil der Schuh einfach zu kurz gekauft wird. Und das ist dann wieder unser nächstes Thema, wo wir dann auch nochmal auf die besonders schmalen Füße drauf eingehen, beziehungsweise auf die Besonderheiten bei den Ballerinas und Spangenschuh. Auch wieder sehr interessant, sehr wissensreich, muss ich sagen. Und ich kann nur jedem empfehlen, wer sich das immer wieder mal informieren möchte, wer einfach über diese Themen Bescheid wissen möchte, der
sollte uns mal abonnieren. Und wer es noch nicht getan hat, der sollte jetzt mal an dieser Stelle drüber nachdenken. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, alles Gute, euch eine gute Zeit. Bis dann.